heute machen wir eine Jellybean Challenge. Die Niki kennt ihr ja schon. Hallo. Mit André. Hallo. Mit André. Hallo, Akko. Mit Maria. Hallo. Baby, stell dich mal vor, wie heißt du? Okay. Es gibt von jeder Farbe zwei Sorten. Also es gibt was Leckeres, was Ekliges, ich kenne es eh ganz sicher. Es gibt auf jeden Fall ein Rad, wo man dreht. Und je nachdem, welche Farbe es anzeigt, muss man probieren. Zufällig. Es gibt leckere Sorten wie Schokolade oder solche Sachen wie Stickesocke. Und es gibt Babywindeln. Das schmeckt gut. Was? Babywindeln schmeckt gut? Das schmeckt nach Nivea-Creme. Nivea-Creme schmeckt gut? So, ich beginne. Popcorn oder verfaultes Ei. So, bitte in die Kamera schauen, wenn du sitzt. Okay, was ist das? Es kann... Jetzt nicht Windel. Es kann vergammeltes Ei sein oder Popcorn. Was war nochmal? Popcorn oder verfaultes Ei? Verrottetes Ei oder Popcorn? Beides. Beides? Was? Beides. Es kann nur eines von den beiden sein. Schmeckt es wie verrottetes Ei oder den Popcorn? Was lecker oder was eklig? Das war eklig. Das war verrottetes Ei. Du bist dran. Nein, du. Pfirsich oder Kotze? Kotze oder Pfirsich? Oh, ja. Kotze oder Pfirsich. Okay, jetzt geht in die Kamera schauen. Wo ist es zum Kotzen? Danke. Pfirsich. Wow. Langweilig. Ja. Ja. Sabrina ist jetzt. Birne. Oder Rotz? Rotz. Rotz oder Pfirsich? Ah, Rotz oder Birne? Nee, Rotz. Ja. In die Kamera schauen, bitte. Essen, essen. Was ist nochmal das Wort? Birne Rotz? Oder Rotz? Birne. Was? Man ist so unfair. Das stinkt nicht. Zahnpasta oder Blaubeere? Entweder Zahnpasta oder Blaubeere. Weil das ist lecker. Zahnpasta. Klingt gut, gell? Wie tut man hier? Sie ist freiwillig. Nochmal Zahnpasta oder Blaubeere? Genau das gleiche. Ja, super, da freut sie. Ich habe eine Zahnpasta. Hey. Also, der Einzige, der ich gehört hat, war er. Du warst der Einzige. Und jetzt komme ich wieder. Kotze oder Pfirsich? Was? Ich jetzt habe ich nicht ich in die Kamera schauen wir messen, bitte. Was ist das? Kotze oder Pfirsich? Das war Kotze, oder? Mann, oh, nee. Die alte Blaubeere, voll lecker. Okay, jetzt hat er wieder das Gute. Das Bad ist nicht so schlecht. Entscheidest dich bitte. Weil? Was? Ich glaube, das ist Gras, das schmeckt gut. Du bist eine Kuh. Ich bin gut. Du bist eine Kuh. Ich bin gut. Das ist Schokobudding oder Hundefutter. Ich habe früher schon Hundefutter gegessen. Was? Ich meine... Immer das Leckere, pass auf. Entscheide dich bitte jetzt. Nein, das ist Hundefutter, aber es ist jetzt... Ich meine... Ja! Okay, es hat einen ekelhaften Nachgeschmack. Verrottetes Ei oder Popcorn? Oh ja, Popcorn oder verfallen. Rohes Ei oder so. Verrottetes Ei. Ja. Eigentlich habe ich es nicht gewusst. Was? Popcorn? Muss ich fertig essen oder machen wir das Spucken ab jetzt oder was? Nein, das hat keiner gesagt. Sie darf es auch spucken. Was ist? Popel oder Birne? Das stinkt! Das ist das, was so stinkt! Das ist das, was so stinkt! Du musst es essen! Zeig mir! Das ist das, was so stinkt! Okay, jetzt kommt's. Was war? Popel, ne? Sie so, keine Ahnung! Was? Er schmeckt irgendwie grindig, aber auch gut! Kotze oder Pfirsich? Okay. Oh, schon wieder Kotze! Ja. Oder Pfirsich, wie schmeckt Pfirsich? Pfirsich.
Sehr sich. Gut. Blau, ja! Zahnpasta! Blau, Zahnpasta oder? Und Erdbeer, oder? Blaubeer oder so. Okay. Nee, Beere! Nee, Blaubeere, oder? So. Was war denn nicht? Zahnpasta, lecker. Sie hat nicht was. Die Schokolade oder so? Genau, ja. Hundefutter. Weiß? Geh mit das Gras oder nimm, oder? Wie kannst du das essen? Bin ich? Ja. Sockbahn oder gefolgt ist er? Ah, das stimmt. Er riecht viel Spaß. Alles stinkt. Nicht riechen war zufällig. Weiterkommen, weiterkommen. Machen wir 3-Sekunden-Regel. Was? Ja, war. Kotze oder. Es riecht schon nach Kotze. Okay, viel Spaß. Eins. Hey, 3 Sekunden! Das ist so eklig! Was hast du? Verfaultes Ei oder Popcorn? 2. 1. 1. Sie ist gestorben. Okay. Was hattest du? Ich frag noch! Sie kann dicke Socke haben oder tut die Frucht? Wenn ich das sag, dann spuck ich auch. Was? Was? 3 Sekunden, was nicht vergessen. Was willst du nicht? Stinke Socke? Stinke Socke ist das Schlimmste. Muss man kauen bei den 3 Sekunden, ne? Ja. Kauen. Mach! 3. 2, 1. Sonst würde sie schon wissen. Und ich hab flinke Socke. Oh. Sie kotzt, Bist du safe? Oh. Es riecht wie sie her. Oh, nicht brechen, nicht brechen. Ich spuck's aus. Ich bring's hinter dich. Bonuspunkte. Nee, ich komm's nach. Oh, das biegt von meinem Zahn. Oh. Ja, das biegt immer. Ich hatte letztens Blaubeere. Weißt du, wie Blaubeere schmeckt? Was? Urgründig. Ich glaube, Blaubeere sollte das Leckere sein, angeblich. Das biegt doch meine Zähne. Was ist es? Babybiene oder Kokosnuss? Ich will Kokosnuss. Mit. 3, 2, 1. Das schmeckt nach gar nicht. Was? Ah, es ist Windel. Ja. Schmeckt aber nicht schlecht. Es schmeckt nicht schlecht. Stimmt, aber es ist nicht so cremig. Lecker. Ja? Los, brauchen wir alle. Markus, gleich, dass mir Windeln spüren. Er schmeckt aus dem Mund. Er schmeckt schon aus dem Mund. Fach sie mal an. Kotze oder Pfirsich? Kotze. So, das verstecken wir. Hey, 3 Sekunden. Ja, 3 Sekunden. Ah. Pfirsich oder Kotze? 3, 2, 1. Pfirsich. Ah! Limette oder irgendwas anderes? Krass! 3, 2, 1. Ihr schmeckt es. Ich schmeck es nicht mehr. Du sagst, die sind kaputt. Das Limette ist krass. Echt gut, finde ich eigentlich. Mann, und dann, sie ist alles, bitte. Sie ist Socken, sie ist Gras, alles, bitte. Alles. Socken, Gras, alles. Okay, jetzt müssen wir alle zusammen irgendwie alles essen. Wenn ich will, es ist Tutti Frutti oder es ist Stinkesocke. Eins von beiden. Ja. Und dann spucken wir alle rein gleich. Okay. Eins. Er möchte alle runterschlucken. Nee. Tutti Frutti. Alle Babywindel! Kostet! Babywindel! 3, 2, 1. Was ist es dann? Kokosnuss! Babywindel! Babywindel! Ja! Babywindel! Leute! Das schmeckt gar nicht schlecht! Ich muss mich mehr voll nach dem Blut der Babywindel haben! Schönes Haar ist dir gegeben, lass es leben! Hey. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und tschüss! Ein Daumen nach oben! Bye! Bye.